Aschermittwoch, Beginn der Fastenzeit. Im Landhaus in Bregenz gibt es Suppe. Was führt Sie hierher? Was halten Sie von dieser Aktion? Ich finde es eine ganz tolle Aktion und möchte der katholischen Frauenbewegung gratulieren dazu, dass Solidarität Frauen untereinander weltweit in dieser Form zelebriert und geübt wird und letztlich für einen guten Zweck, für Projekte, die in Indien stattfinden und wo wirklich geholfen wird, dort wo Hilfe dringend notwendig ist. Darüber hinaus ist es ein wertvolles Stück Tradition. Und ich finde, dass es gut ist, solche Traditionen zu leben und dann auch selber zu erleben und bewusst mitzutragen. Geht es doch darum, dass man nach Ende des Faschings wieder eine Zeit einläutet, wo die Zurückhaltung, die Mäßigung und vielleicht das Konzentrieren auf die wesentlichen Werte des Menschen im Vordergrund steht. Und ich finde das gut, dass das mit einem Signal auch nach außen initiiert wird. Sie haben es angesprochen, die Zurückhaltung in der Fastenzeit wird auch mal verzichtet. Jetzt wird zum Beispiel aufs Autofasten appelliert. Sind Sie mit dem Auto da? Wie halten Sie es mit dem Autofasten? Ich bin jetzt zu Fuß da. Es wäre geradezu pervers, wenn ich nicht wäre, vom Bregenzer Rathaus ins Landhaus. Es gibt diese Aktion. Wir diskutieren derzeit, ob wir uns auch daran beteiligen. Einige Städte sind ja bereits dabei. Ich würde meinen, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und in dieser Thematik brauchen wir viele Tropfen. Ich persönlich, auch das hat Tradition, ich werde in der Fastenzeit keinen Alkohol trinken. Und darauf freue ich mich. Und abschließend vielleicht noch Politik und Fastenzeit. Wie lässt sich das vereinbaren? Kann man im politischen Tagesgeschäft auf irgendwas verzichten? Also ich würde mich freuen, wenn man sich in der Fastenzeit wieder mehr auf die politische Kultur konzentrieren würde. Ich glaube, das würde uns allen gut tun und auch im Sinne des Fastens sein.